Jahre Hans-Struhr-Volksschule. Ich habe im Keller gestöbert, ich habe Chroniken durchforstet, ich war im Archiv der Gemeinde und habe vieles über diese Schule erfahren. 10 Jahre bin ich selber schon da. Ja, und was eben vorher so passiert ist, Wiener Neudorf, das habe ich in all diesen Schriften gefunden, war immer ein sehr fruchtbarer pädagogischer Boden. Alle Teams, egal ob es der Herr Oberschulrat Hans Sturr war, Oberschulrätin Margarete Sturr, Oberschulrat Harald Müller und Oberschulrätin Hertha Swatschiner, alle waren immer bemüht, Neues in die Schule zu holen. Sie waren Innovationen gegenüber offen und sie haben es auch immer wieder gewagt, Neuland zu betreten. Ja, manchmal auch so an den Bezirksschulinspektoren und so ein bisschen vorbeigeschleust, wie ich so mal eine Geschichte erfahren habe. Ja, vor 32 Jahren oder 32 Jahre lang schon werden hier in unserer Schule Integrationsklassen geführt, das heißt Kinder mit besonderen Bedürfnissen voll im Unterricht integriert. 2006 schließlich machte sich die Schule an eine Schulentwicklung. Es galt, neue Akzente zu setzen. Der Wunsch war, alle Bildungseinrichtungen, Kindergarten, Horte, Musikschule, alle Vereine, aber auch die Gemeinde miteinander zu vernetzen. Einfach um den Austausch zu ermöglichen, um Übergänge für Eltern und Kinder zu ermöglichen und zu erleichtern und aber auch um Ressourcen zu sparen, räumliche und personelle. Inklusion, wie wir dieses Projekt nennen, wurde Lifestyle, hat einmal ein Wortpädagoge formuliert. Und wie es halt überall so ist, die Kommunikation ist ein Hund, wie man so schön sagt, wurden Workshops von Beginn an zur gewaltfreien Kommunikation angeboten, damit man sich wirklich auch wertschätzend und auf Augenhöhe austauschen kann. Seither finden regelmäßige Treffen Kindergartenschule statt, aber auch Schule und Hort vernetzt sich laufend. Projekte wie Lesepartnerschaften mit dem Kindergarten, das Bilderbuchkino, Schule schnuppern, Vorschulklasse und Kindergarten fahren gemeinsam auf Ausflüge. Ja, der Hort vernetzt sich mit der Schule über ein gemeinsames Mitteilungsheft, sodass uns die Kinder da auch wirklich nicht auskommen. Ja, jeder hat den gleichen Wissensstand. Und die Hortnerinnen besuchen uns immer wieder zu pädagogischen Konferenzen. Besonders stolz sind wir auf unseren Generationendialog. Die Ingrid, die mit uns tanzt in der Schule. Die Christine, die immer fleißig werken kommt. Und der Herr Schwarz, der hier in Wiener Neudorf geboren ist und den Kindern immer wieder zeigt, wie vor 75 Jahren der Wiener Neudorf vor Ort damals ausgesehen hat. 2013-14 haben wir ein neues Angebot für Eltern geschaffen. Ein Angebot zum Hort, nämlich die Ganztagsklasse in verschränkter Abfolge. Seither gibt es jedes Jahr eine Klasse in verschränkter Abfolge und die Eltern haben freie Wahlmöglichkeit. Auch ein Beitrag der Vielfalt. Wie ich mir überlegt habe, was diese Schule so besonders macht, ist mir so viel eingefallen, dass ich mir gedacht habe, okay, dann verhungern und verdursten sie alle. Und so habe ich ein paar Punkte herausgenommen. Einerseits das Kinderparlament, die Kinder des Kinderparlaments haben Sie heute schon kennengelernt. Ganz wichtiger Beitrag zur Demokratieerziehung. Die Kinder durften mitgestalten beim Schulzubau, haben Wandfarbe, Fliesen und alles aussuchen dürfen und haben mit dem Architekten gemeinsam den Schulgarten gestaltet. Den können Sie sich dann nachher gerne auch anschauen. Alternative Leistungsbeurteilung, wie sie jetzt in aller Munde ist und in damit verbundenen Kinder-Eltern-Lehrer-Gespräche gibt es schon lange, mehr als 10 Jahre. Und das ist überhaupt kein Thema und da wird auch nicht drüber diskutiert, weil wir wissen, wie wichtig dieser Austausch für Eltern und Kinder ist. Wir können Förderung in den verschiedensten Bereichen anbieten, weil wir einfach top ausgebildete Kolleginnen an der Schule haben. Sei es über Leserechtschreibschwäche, über Sprachpädagogik, für Kinder nicht deutscher Muttersprache und viele, viele andere Sachen. Unsere Kooperation mit der Musikschule beginnt bereits in der ersten Klasse und in der dritten Klasse dann die Krönung. Man darf sich eine Klasse pro Jahrgang aussuchen, entweder Bläser- oder Streicherklasse zu sein. Und Sie haben ja gehört, ein Kind freut sich schon drauf, dass es nächstes Jahr in der Bläserklasse ist.
Die Vereine des Ortes bieten Schnuppertrainings an, während des Schuljahres Kegeln, Tennis, Tischtennis, Hockey. Auch da können wir aus dem Vollen schöpfen. Aber wir bieten auch immer wieder klassenübergreifende Projekte an. Thementage, kürzlich erst der Märchentag und einmal im Jahr eine Kreativ- und Sportwoche, wo Kinder von der Vorschulklasse bis zur vierten Schulstufe gemeinsam sportlichen oder kreativen Aktivitäten nachkommen. Ja, und selten aber doch schauen wir Lehrerinnen auch auf uns. Seit 2 Jahren gibt es von der BVA ein Projekt zur Lehrerinnengesundheit hier, Teaching Fit von unseren Kollegen genannt, wo wir ein bisschen versuchen, mit unseren Ressourcen zu haushalten. Schule ist mehr als Unterrichtsstoff zu vermitteln. Die Gesellschaft überträgt heute sehr, sehr viele Aufgaben an die Schule. Wenn wir Studien hören, Kinder sind zu dick, dann muss die Schule das mit Bewegung ausgleichen oder gesunde Ernährung anbieten. Gibt es eine Statistik zu Kinderunfällen, dann wird die Verkehrserziehung forciert, Co-Pilotentraining und vieles andere. Die Aggressivität bei den Kindern steigt, wir machen Gewaltprävention, bieten safer Internet an. Dazu kommt noch, dass die Lehrerinnen, um wirklich auch gute Qualität im Unterricht bringen zu können, viele Erziehungsfehler ausgleichen müssen. Und darüber ist der große Wunsch der Eltern, bitte machen Sie mein Kind gymnasiumsreif. Wir können jetzt sagen, es geht uns nichts an, wir unterrichten, was aber nicht funktionieren wird. Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen und wahrscheinlich in Zukunft noch vermehrt, um den Kindern wirklich die beste Ausbildung garantieren zu können und sie wirklich begleiten und über Beziehungen zu unterrichten. Das alles kann nur gelingen, wenn es eine Schulaufsicht gibt, die neu aufgeschlossen ist und sie unterstützt, die weiß, wie schwer Teamarbeit ist und die auch Teamfindung möglich macht. Liebe Monika, vielen Dank dafür. Das kann nur gelingen, wenn es eine Gemeinde gibt, die personelle, materielle und räumliche Ressourcen zur Verfügung stellt. Danke der Gemeinde dafür. Das kann nur gelingen, wenn es einen Elternverein gibt. Unsere Elternvereinsopfer, die Frau Siegel, ist irgendwo in unserer Runde. Ich sehe sie nicht. Ja. Ein Elternverein, der bereit ist mitzugestalten, der auch heikle Themen mit anpackt. Allein unser Parkplatzproblem, da haben wir schon sehr viel miteinander angepackt. Ja, und vor allem, aber nicht nur deswegen, weil er auch immer finanziell unterstützt. Und natürlich, und das ist jetzt nicht wirklich bei Gott nicht der letzte Punkt, ein engagiertes Team, das habe ich, das sich immer wieder hinterfragt, das neue Schwerpunkte setzt, das Fortbildung aufgeschlossen ist, das freiwillig freitags um 11:30 Uhr oder um 12 Uhr da bleibt, zu einem Schulfix, einfach um sich auszutauschen. Ich danke euch wirklich für all das, was ihr geleistet habt. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich kann nur sagen, diese 4 Säulen, die sind bei uns gut aufgestellt und darum blicke ich einfach optimistisch in die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank. Ich mache das jetzt am Anfang, dass man mal am Ende macht, das Buffet ist eröffnet, weil ich schon sehr viele hungrige Gesichter da sehe. Ja, wenn ich wo bin, ich gehe immer mit Wiener Neudorf fürchterlich an, denn wenn man sich das vorstellt, Wiener Neudorf ist heute, was Lärm und Abgase, Schadstoffe betrifft, einer der meistbelasteten Orte von ganz Österreich. Das muss früher anders gewesen sein, denn wir waren einmal das Castel Gandolfo der Wiener Erzbischöfe und mit dem gebe ich fürchterlich an. Wir waren einmal die Sommerresidenz der Wiener Erzbischöfe, das heißt Kolonitz, Megazzi, 18. Jahrhundert. Die haben sich Wiener Neudorf als Sommerresidenz ausgesucht und das hat auch ursprünglich mit der Volksschule auch zu tun. Frau Megazzi hat ja sehr, sehr viel für unseren Ort getan, darum haben wir auch ein Gebäude nach ihm benannt. Und die erste Volksschule, die erste Grundschule ist ja in Wiener Neudorf bekanntlich lange bevor entstanden, bevor die Maria Theresia die Schulpflicht eingeführt hat, stand am jetzigen Parkplatz vom Rathausplatz 6, die erste Schule. Dann, und jetzt kommt Megazzi ins Spiel, hat die eine neue Kirche errichten lassen und hat die alte
Kirche der Gemeinde geschenkt, das jetzige alte Rathaus, dann ist ja die Volksschule dorthin übersiedelt. Bald war sie wieder zu klein und dann sind wir in die neue Volksschule, in die Parkstraße übersiedelt, die heutige alte Volksschule, wie wir sie nennen, und also vor 50 Jahren hierher. Ich habe irgendwo in Mödling das ziemlich gleich, ich bin in Mödlinger das gleiche erlebt, genau vor 50 Jahren bin auch ich im Jahr 1967 von der Kirchengasse, wenn es Mödlinger gibt, in die Lerchengasse gezogen. Kann mich anerinnern, also auch Mödling müsste eigentlich ein 50-Jahr-Fest haben. Ja, und seit 50 Jahren ist die Volksschule hier schon im Freizeitzentrum, sagen wir, immerhin bis jetzt 3500 Kinder haben hier in diesen Räumlichkeiten ihre Volksschule verbracht, ihre Volksschulzeit verbracht und, denke ich, eine wahnsinnig schöne Zeit verbracht. Dieses Gebäude ist natürlich seit dem 1967er Jahr ständig umgebaut worden, schon 1976, 9 Jahre später war es viel zu klein, musste ausgebaut werden und das letzte Mal 2011. Und als ich vorgestern mit der Frau Inspektorin und mit der Frau Direktor durch das Schulgebäude gegangen sind, da ist uns eigentlich auch klar geworden, es wird 2011 nicht der letzte Ausbau und der letzte Umbau gewesen sein, denn wir haben das Glück, in Wiener-Neudorf immer mehr Kinder, immer mehr junge Familien anzuziehen, immer mehr Kinder zu bekommen. Also irgendwann einmal denke ich mir, in absehbarer Zeit wird dieses Gebäude wahrscheinlich zu klein werden. Das hört sich aus. Wir werden uns das natürlich demoskopisch genau anschauen, wann das passiert. Wir haben, das wissen Sie, jetzt einen gewaltigen Zuzug am Anhänger Park, das wird natürlich nicht so weitergehen. Aber wir müssen uns trotzdem anschauen, also wir haben festgestellt, also wir werden in Zukunft immer 4 erste Klassen haben, also irgendwann haben wir immer 16 plus eine Vorschulklasse, immer 17 Klassen hier in diesen Räumlichkeiten haben. Ja, ich habe es schon gesagt dürfen, ich glaube, dass wir Gemeindevertreter wahnsinnig stolz auf diese Schulgebäude sind, seit 50 Jahren wahnsinnig stolz auf diese Handstuhl-Volksschule sind und dieser Ausbau ist ganz, ganz toll gelungen. Da muss ich meinem Vorgänger Christian Wörleitner danken, der das also mit dem Architekten damals in die Wege geleitet, natürlich auch mit dem Gemeinderat in die Wege geleitet hat, ganz, ganz toll gelungen. Und wir machen hier in dieser Aula, müssen Sie wissen, also wenn Sie nicht das Wiener Neudorf sind, nicht nur Schulveranstaltungen, wir nehmen es auch immer wieder für Gemeindeveranstaltungen, aber auch hier den Jugendplatz von A bis Z durchplanen dürfen. Und also diese Aula hat einfach was und da fühlt man sich wohl und da kann einem auch etwas gelingen. Ja, ich wünsche der Volksschule, die Marian mit deinem Team, alles, alles Gute für die nächsten Jahre, die Unterstützung hast du. Ich habe das auch in meiner Jahresansprache sagen dürfen. Ich persönlich glaube, dass Bildung ganz, ganz wichtig ist in der Früherziehung, also in dem Elternhaus, im Kindergarten, in der Krabbelstube und in der Volksschule. Und ich glaube, was man bis 10 Jahren bei einem Kind versäumt, ich habe das so bei meinen Kindern und kriege das auch jetzt so bei meinen Enkelkindern mit, das kannst du nachher kaum mehr aufholen. Also ich habe heute ein Vorgespräch am Sonntag mit der Frau Dr. Lewowitsch geführt und sie hat mal gesagt, es gibt eine Chance noch. Was du bis 10 Jahre versäumst, gibt es eine kleine Chance noch und das sind 1-2 Jahre in der Pubertät. Das werden die Karten neu gemischt, da kannst du noch etwas retten. Aber wichtiger und interessanter wäre es, unseren Kindern bis zum 10. Lebensjahr alles mitzugeben, was unsere Zukunft einfach brauchen. Da werden wir auch von der Gemeinde sehr viel Kraft und sehr viel auch finanzielle Mittel hineinzustecken haben. Und ich habe es mit den Kindergartenpädagoginnen, sind wir vor ein paar Wochen durchgegangen und wir haben einige Ideen entwickelt, die wir ganz sicher umsetzen werden, das sind wir nicht. Und wir werden es auch mit der Frau Direktor Brandlos demnächst zusammensetzen und schauen, was können wir tun. Und ich denke mal, wir haben heute gesehen, was in unseren Kindern drinnen steckt. Und ich glaube, wer eine Rede mal gehalten hat, mittlerweile tue ich mich sehr leicht vor dem großen Publikum zu sprechen, nur vor 500 Leuten ein Theaterstück zu spielen, das kann was. Also wenn du da 7, 8, 9 Jahre alt bist, eine wahnsinnige Leistung, die da heute gelungen ist. Also Gratulation zu unseren Volksschulkindern. Ja, also noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und danke, dass Sie mir zugehört haben. Und ich glaube, ich darf das Mikrofon an den Herrn Landesrat weitergeben. Carlo, bitte. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
alle schockieren, kaum zumuten kann, 3 Stunden zuzuhören, ist das Lehrerinnen und Lehrer gar nicht zumutbar. Daher würde ich das sehr, sehr rasch machen. Erstens noch einmal danke an das großartige Team. Man hat wirklich gemerkt, so wie es jetzt auch Bürgermeister Herbert Jaschke gesagt hat, dass Begeisterung hier auf der Bühne spürbar war. Und jeder von uns weiß, was das natürlich auch für das spätere Leben bedeutet, wenn man diese Scheu langsam ablegt, vor großem Publikum aufzutreten und sich hier bei den Präsentationen zu gewinnen. Das Zweite, der Gemeinde eine hohe Anerkennung, denn es reicht nicht mehr zu sagen, Kindergarten, Schule und egal welche Bildungseinrichtungen sollen sich darum kümmern, dass die Kinder bestens unterrichtet werden. Es braucht ein Miteinander, ein gemeinsames Nachdenken, ein gemeinsames Streben nach mehr Qualität. Und da muss auch jede und jeder, der damit betroffen ist, und wenn es nur um Infrastruktur geht, auch seinen Beitrag dazu leisten. Und darüber hinaus, davon bin ich überzeugt, egal ob diese Diskussion, die jetzt auf Bundesebene stattfindet, jetzt zu einem Ende kommt oder nicht, jedenfalls, es wird immer mehr Autonomie-Schritte geben in den Schulen. Davon bin ich jedenfalls überzeugt und das ist auch richtig, weil es ja eben einen Unterschied macht, ob du in Gmünd Kinder unterrichtest und dort andere Rahmenbedingungen vorfindest oder zum Beispiel in Innerleutdorf. Und daher macht es auch Sinn, verschiedenste Verantwortungen auch in die Schulen zu geben und dorthin zu delegieren, damit die genau das, was in der Region, auch im Umfeld dessen, was hier gerade an Menschen wohnt, auch an Möglichkeiten technischer Ausbildung und so weiter, weil das völlig unterschiedlich ist, was wo gefragt ist und was wo gesucht wird, dass also hier sehr, sehr klein regional teilweise auch abstimmen zu können, auch wenn Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter immer das Gleiche bleiben wird. Und wir müssen immer überlegen, was gibt es dann zusätzlich an Freifächern, an Zusatzausbildungen und so weiter, die dann sicherlich von jeder Schule unterschiedlich gesehen werden. Eins ist mir auch aufgefallen, und darum müssten Sie und viele, die heute nicht hier sind, doch genauer nachdenken darüber. Das haben Sie schon in der Gemeindezeitung in der letzten, beim Rückblick auf 50 Jahre Volksschule, ich glaube sogar in die ersten 2 Sätze hineingeschrieben, wo da genau festgestellt wurde, dass 1966 bei 3.800 Einwohnern 288 Kinder die Schule besucht haben, heute hat es 10.000. Das besuchen 325 Kinder die Schule. Also da ist noch Luft rum. Und damit bist du auch dort, dass du das dabei bist du auch dort, wo du sagst, natürlich müssen wir darüber nachdenken, trotzdem genug Raummöglichkeiten anzubieten, um all dem gerecht zu werden, weil es einen zusätzlichen Zuzug noch gibt und Neudorf weiter wächst und daher auch dem gerecht werden muss, um das in der Zukunft anzubieten. Damit bleibt mir wirklich nur mehr, euch herzlichst einerseits zu gratulieren, dass es immer wieder gelungen ist, hier in Wiener-Neudorf Volksschule so anzubieten, wie sie zeitadäquat erwartet wurde. Das hat begonnen, eben, wie du gesagt hast, schon zu Zeiten Marie Theresias. Übrigens, auch damals hat es immer Doppelkompetenzen gegeben, weil damals hat sie bewusst gesagt, es soll nicht die Kirche die Lehrinhalte festschreiben, sondern jemand aus der Zivilgesellschaft, obwohl trotzdem die Kirche, ich schätze, 90% der Schulen damals in der Hand gehabt hat. Das hat immer, ich bin selber noch in einem kleinen Dorf in Mainfurt aufgewachsen, das war immer völlig klar, dass der Pfarrer ein starkes Mitspracherecht hat, was, wie, wann und wo unterrichtet wird. Also Doppelkompetenz hat es was immer gegeben, im österreichischen Schulwesen will ich damit nur sagen. Und so gesehen ist das nichts Neues, wenn wir heute darüber diskutieren. Und das Zweite, auch das war für mich sehr interessant, weil es auch historisch begründbar ist, wie diese Schulneubauten und in welcher Raschheit sie erfolgt sind. Es hat immer Phasen gegeben, da hast du oft 70, 80 Jahre von der Gebäudegröße das Auslangen gefunden. Das war so zwischen 1830 wechseln und 1966. Dann hast du innerhalb von 10 Jahren wieder erweitern müssen. Das heißt, die Schule, die 1966 hier eröffnet wurde, hat schon 1976 erweitert werden müssen, weil damals auch Zuzug waren, weit mehr Kinder. Ich sage jetzt bewusst, als heute damals in diese Schule sogar gegangen sind, bei ungefähr der Hälfte der Einwohner. Jetzt war 2011 die letzte große Erweiterung. Jetzt stehen, sage ich jetzt bewusst einmal, einige Kleinigkeiten an. Ich glaube, ich würde den Hort verbinden mit dem Gebäude. Oder habe ich schon verbunden, das habe ich gesehen, dass es ein Projekt ist, von dem derzeit diskutiert wird und das auch bei uns im Schul- und Kindergartenfonds gelegen hat oder schon erledigt ist. Das war, glaube ich, so das letzte Ansuchen von euch, um damit auch gewisse, sage ich jetzt einmal, Synergien nutzen zu können vom Hortgebäude und der Schule, weil das sicherlich für die Zukunft einiges an Möglichkeiten auch bietet. Und eben jetzt wieder nachzudenken, wann zeitgerecht
gibt es welche Erweiterungen, die auch notwendig sind, weil sich auch das Unterrichten verändert hat, von den Klassengrößen her, von den Zweckräumlichkeiten her und so weiter und so fort. Und das war wirklich für mich bewundernswert, dass es euch gelungen ist, de facto fast alles, was es an Kompetenzen für Kinder geben kann, von der sozialen Kompetenz beginnen, bis sie da im Sport, Musik, Kultur, Kreativität in eurer Schule anzusprechen und hier über Freifächer und auch direkt im Unterricht diese Begabungen zu fördern. Dazu kann man euch nur gratulieren, was ja wirklich erfreulich finde, dass ihr sicher einen Schauspieler von der Frau Direktor Mara Brandleser, dass ihr es schafft, diese Übergänge Kindergarten, Volksschule, Volksschule, Mittelschule, AHS, wirklich beispielgebend und vorbildlich für den ganzen Niederösterreich hier in dieser wirklichen Synergie, in dieser Abstimmung, in diesem Miteinander zu lösen. Daher Gratulation auf der nächsten 50 Jahre. Wir haben auch Geschenke mitgebracht. Ich möchte meinem gesamten Team recht herzlich danken für eure Arbeit. Ich möchte aber mein Organisationsteam doch noch speziell beschenken. Ich bitte die Marianne Kaser-Kaminski zu mir, die Martina Bergmann und die Renate Adner. Die haben nicht nur unermüdlich Regenbögen gebastelt, Loops genäht, diese bunten, ja, alles dekoriert, geschmückt und waren immer mit Rat und Tat da. Wir haben gemeinsam, auch die Kolleginnen der anderen Klassen, haben eine tolle Ausstellung gestaltet. Bitte schauen Sie sich das an und wenn Sie da einmal um die Ecke gehen, finden Sie eine Geschichtsecke mit alten Plänen, alten Schulchroniken bis hin zu voriges Jahr. Ja. Es war viel Arbeit und ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude daran, sich das anzuschauen, wie es mir gegangen ist, wie ich es gestaltet habe. Die Marianne hat beschlossen, dass die Damen heute keine Blumen bekommen. Das war ihre Entscheidung. Darum habe ich gesagt, gut, dann kriegst du auch keine Blumen, dann kriegst du auch eine, wie ein alter Fritz Sander. Den hast du dir schon genommen. Ja. Gut, lieber Herr Landesrat, das Bier hat dir geschmeckt. Ich darf dir eine Flasche Neudorf Treu mitgeben. Danke. Und ich lade dich ein, die nächste Landtagssitzung bei uns in Wiener Neudorf im Neupostübel zu machen. Bist herzlich mit der Frau Landesrätin und mit allen, die du da mitbringst, eingeladen. Danke. Gerne. Ja, und jetzt haben wir ein Problem, weil der liebe Herr Präsident Heuras hat uns nicht gesagt, dass er vorbeischaut. Das haben wir scheinbar erfahren. Ja, dann gibst du noch nichts. Dann gebe ich dann nichts, weil eigentlich war ja vorgesehen die Frau Inspektorin Dornhofer. Die hat es zwar nicht reden dürfen, aber das hat sie. Sie hat dir aber alle Spickzettel zugesteckt. Das weiß ich, das habe ich gesehen, das ist eine tolle Rede daraus gemacht. Liebe Frau Inspektorin, danke für das Zustecken der Spickzettel. Wir lassen aber eine Flasche nachliefern. Weil ich glaube, die hat es auch schon. Das haben schon viel gesagt. Nein. Lieber Helmut, eine Flasche wie Neubräu bitte an den Herrn Präsident Heuras. Die Bestellung, ja? Bitte, du schickst ihn, wer glaubt mir es nicht. Gut. Der wollte für Politik. Vielen Dank fürs Dasein, fürs Mitfeiern. Nein, das lassen wir dann liefern. Ja, und jetzt einfach gemütlich, das Buffet ist eröffnet, gut ausklingen lassen, es gibt gutes Bier, guten Wein, die Brötchen und jetzt also einfach gemütliche Gespräche. Vielen Dank für den Gespräch.